Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Vorstellung von den überarbeiteten KIs von Kyrosos für Stronghold 2. Diesmal an der Reihe ist Olaf und ganz kurz mal reingeworfen, der Falke war tatsächlich verbuggt. Er sollte eigentlich angreifen. Das lag jetzt nicht an der Map, es lag tatsächlich daran, dass irgendwas schiefgelaufen ist mit der Falkeneinstellung. Und das wird nochmal überarbeitet und ich bekomme die gefixte Version noch zugeschickt. Das heißt, zum Falken werden wir ebenfalls ein Rematch haben. Das heißt, wir haben aktuell drei Rematches ausstehen. Wir haben gegen William, gegen den König und jetzt noch gegen den Falken, gegen die wir nochmal antreten wollen. Ja, wunderbar. Aber diesmal ist Olaf an der Reihe. Also, ja, wie ihr übrigens alle wisst, meine Mutter kommt aus Norwegen, ab geht die Party. Ich mache jetzt übrigens auch mal die Map hier, die bei denen ein bisschen hier die Bäume da sind. Finde ich ganz angemessen. Machen wir das Vorschlag mal dahin, passt. Kunstspeicher mal da ran. Okay, um jetzt wirklich eine... Man kann ja nicht seinen Stadtbergfried auswählen, oder? Ich muss schon gestehen, dass ich sehr, sehr gerne... Das passt da nicht hin, my Lord. ...einen hölzernen Bergfried hätte. Aber hey... Ist ja nicht meine Entscheidung. So, zack, 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 zack. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Und dann würde ich sehr viel mit Holzpalisaden arbeiten, einfach hier. Vielleicht mal so außenrum oder so, keine Ahnung. Und nur mit Wikinger-Einheiten. Ich werde dann auch nur Berserker und Axtwerfer bauen. Mal gucken, wie das so ist. Und ja, bezüglich dem Falken, es ist nicht so, dass er gar nicht angreift. Die Sache mit dem Falken, soweit es mir gesagt wurde, ist... Er funktioniert, wie er sonst auch funktioniert, ist bloß extrem viel langsamer. Das heißt, seine Angriffe, hätte ich jetzt keine Ahnung, noch ein paar Stunden laufen lassen, wären irgendwann vielleicht Angriffe gekommen. Aber ja, dann machen wir das dann wirklich mit der Falken-KI, wie sie gedacht ist. Also die Burg, alles Mögliche wurde gebaut, wie es sein sollte. Nur ist aus irgendeinem Grund die KI eingeschlafen, mehr oder minder, was Angriffsverhalten angeht. Das wird dann hoffentlich bei Zeiten nachgeholt. Dann, sobald wir dann sehen, wie der Falke ist und eigentlich sein sollte. Aber zumindest haben wir schon mal seine Burg gesehen und Grundzüge und die neue Map ein bisschen uns eingespielt. Das war die Einspielrunde. Jetzt, Olaf sollte normal funktionieren. Und Olaf hat mir schon ein paar Mal aufs Maul gehauen in der Vergangenheit. Gute alte Zeiten, nicht wahr? Häuser, Häuser. Gar nicht mal so leicht jetzt hier, das gescheit zu machen. Also die Map ist schon ein bisschen gemein, wenn da so viel Zeug in der Gegend ist. Das passt da nicht hin, my Lord. Ah, wird schon irgendwie. Ja, also spätestens wenn ich größere Burgen wieder bauen will, also bei fast allen anderen Spielen, nehme ich dann doch lieber wieder die etwas freiere Map. So, viel mehr Holz. Wir noch Palisaden bauen dann. Oh. Ach, stimmt, ne. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Ich mach die Schatzkammer einfach mal hier vorne hin. Will jetzt nicht Teil der Verteidigung. Es schaut so seltsam aus, wenn ich jetzt hier eine Holzpalisade mache. Oh mein Gott. Ich versuche es, ja. Ich gebe mein Bestes. Aber in Stronghold 2 sehen Palisaden leider hässlich aus. Da kannst du nicht viel mit Holz arbeiten. Eure Beliebtheit sinkt. Zu erreichen. Das ist schon wieder der Hund hier. Probleme, alles macht weitere Probleme. Eure Beliebtheit steigt. Okay, ein schöner Preis werden wir nicht gewinnen, aber ich habe meine Palisaden gebaut. Da kann sich niemand beschweren. So, jetzt machen wir mal. Erhebt euch, Bürger. Die Vorräte im Kornspeicher sind sehr gering. Sehr gering ist gut, da ist nichts drin.
Eure Beliebtheit sinkt. So, Söldnerlager, ja. Aber vorher ein bisschen um die Jauche kümmern und so. So. Machen wir überall einfach noch ein bisschen dicker. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Ja, die Leute sollen mal nicht heulen. Ist halt mal gerade Diätsaison. Ja, okay. Ich fühle mich gerade an die Burgen der Ratte aus Stronghold Crusader 1 erinnert. Muss ich ja zugeben. Die Vorräte des Kornspeichers wachsen, Sire. Keine Veränderung in der Schatzkammer, mein Lord. So, dann mal ran mit dem Geld. Dann kriegt man noch ordentlich Holz. Das kann ich gleich mal nutzen, um vielleicht nochmal zusätzlich Nahrung zu kaufen, dass es alles ein bisschen schneller geht. Aber ich möchte ein bisschen aufsteigen. Ich hätte schon gern so ziemlich bald den nächsten Rang und die ersten Söldner, weil wenn ich jetzt wirklich nur Axtwerfer und Berserker mache wie Olaf. Oh, Olaf baut jetzt tatsächlich auch Türme, interessant. Also so Steintürme. Ich habe jetzt wirklich mit so einer eher so runden Burg gerechnet, wie es Olaf sonst immer gemacht hat, aber das sieht ja sogar mal halbwegs schicker aus. Ich verzichte drauf. Ich habe meine eckigen Türme hier im Bergfried. Das zählt auch. Zu was. Ja, Unterkünfte, Waffenkammer brauche ich gar nicht erst. Über eine Burgküche könnte man nachdenken. Man könnte es aber auch einfach lassen, ne? Möglichkeiten über Möglichkeiten. Eure Beliebtheit sinkt. La la la. Okay. Spätestens als Ritter. Kommt denn jetzt auch mal endlich Nahrung? Also diese limitierte Map ist schon ziemlich böse. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Das passt da nicht hin, my lord. Unsere Nahrungsvorräte gehen zur Neige, mein Herr. Ja, wir bekommen halt leider auch nur so ein paar super Kleinvieh gejagt. Wo gehen die Jäger denn alle hin? Warum jagen die mitten im Bergfried? Warum ist hier wild bei mir im Bergfried unterwegs? Fragen über Fragen, ne? Ich weiß nicht, wer dieser Kainar sein soll, aber der hat die Antwort, soweit ich weiß. So, zack, zack. Zack, zack. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. So, dann holen wir nochmal Nahrung ran. Und ein bisschen mehr Brot, weil das das Einzige ist, was wir nicht reinbekommen können. Erhebt euch, Ritter! Yay! Ritter.
So, und als Ritter können wir jetzt auch den Söldnerposten machen. Sehr schön. Auch wenn wir noch keine Berserker machen können oder sowas in der Richtung. Aber an und für sich ist er schon mal da. Ja, das zählt auch schon mal was. Manchmal ist es einfach der Wille, der wichtig ist. Unsere Nahrungsvorräte schwinden, mein Herr. So, kommt dann... Ah, da kommen die ersten Steine. Sehr gut, darauf kann ich noch kurz warten. Was sagen eigentlich das? Ja, komm, ein bisschen können wir hochgehen vom Tempo. Er hat aber noch nichts ausgebildet, oder? Wenn ich es richtig sehe. Ich glaube, da kommt noch nichts zu mir gerade. Kann mich erinnern, dass Olaf dann manchmal, wenn er da mal losgelegt hat, dann ziemlich auf den Putz gehauen hat. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Tut mir leid, du bist gerade am Sägen, ich weiß, aber ich brauche den Platz. Machen wir wieder die Dinger hier. Wenn sie eben wie hier in Stein gehauen werden müssen. Diesen Monat wurde kein Essen ausgegeben. Okay. Bezüglich Essen. Da müssen wir nochmal nachhelfen. Das passt da nicht hin, my lord. Okay, der Platz ist echt. Das passt da nicht hin, my lord. Hui, hui, hui. Das passt da nicht hin, my lord. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, danke mein fürs Herr. Eisen. So, ich hoffe, das hält erstmal wieder ein bisschen. Das Volk hält viel von euch, my lord. Ich weiß gar nicht, aber als edler Ritter kann ich dann erstmal eine Berserker machen. So hat es damals funktioniert, ich verstehe. Olaf musste erstmal zum edlen Ritter geschlagen werden, bevor er hier rauben und brandschatzen durfte. Jetzt kommen die Steine rein. Abseits von diesen Gebäuden brauchen wir es jetzt auch gar nicht mehr. Jetzt können wir damit Geld verdienen. Und das Geld werden wir auch brauchen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Jawohl, ich kann Axtwerfer machen. Eure Beliebtheit steigt. Und da oben kann man werfen. Ja. Und da oben kann man werfen. Nice. Das Volk liebt euch, Sire. Ja, jetzt erstmal genug Zeug noch reinbekommen. Ich meine, das könnte man auch machen, indem ich jetzt ein paar Ländereien hole. Da oben beispielsweise. Oh ja. Unsere Nahrungsvorräte. Sag mal. Neige, mein Herr. Dass das auch einfach nicht funktionieren will gerade. Es wurde kein Essen ausgegeben. Ja, aus GG. Eure Beliebtheit sinkt. Denn. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ich mach mal hier noch ein paar Jagdstände hin. Vielleicht bringt das nochmal was. Die Vorräte unseres Kornspeichers wachsen, Sire. Okay. Jawohl. Oh, da kommt er schon. Halt. Warum kommt man da nicht hoch? Axt bereit. Oh mein Gott, nein. Ich lebe, um die Axt zu werfen. Und da oben kann man werfen. Wollt ihr eine Demonstration? In Ordnung. Oh, das habe ich gerade noch so retten können, aber Jetzt brenne ich eure Scheunen und eure Ställe nieder. Bald komme ich und hole euch. Ich brauche ganz schnell mehr. Krieger, mehr Wurf. Äxte. Und da oben kann man werfen. Odins Ruhm. Sicher. Jawohl.
Meine Mutter ist aus Norwegen, wisst ihr? Jetzt geht das wieder los. Okay. Ich bin halb Norweger. Okay. Wo ist das Ziel? Gerettet. Gerettet. Ey, das geht nicht anders. Ich muss mal kurz auf Exploration schalten und hier auch mal ein bisschen runtergehen. Man ist euch zugetan, mein Herr. Für Odin! Für Odin ist man mir zugetan. Das freut mich zu hören. Ach, Katapult, hi. Wie läuft's bei dir? Auch hier. Wisst ihr, ich bin mütterlicherseits Norweger. Ist in Ordnung. Es freut mich zu hören. Ja? Zu den Äxten! Holy moly, jetzt jagt er wieder los hier. Oh ja! Da drüben! Gehen wir kämpfen! Ey, die Axtwerfer sind so krass einfach. Es wird Zeit. Weil die so eine hohe Feuerrate haben. Jawohl. Wahrlich. Jetzt brenne ich eure Scheunen und eure Ställe nieder. Bald komme ich und hole euch. Ich habe immer noch keine Nahrung. Das gibt es doch nicht. Wir verlieren ein wenig an Gold, mein Herr. Man ist sich eurer nicht sicher, Sire. Komm, ihr kommt mal bitte wieder zur Burg. Unsere Nahrungsvorräte gehen zur Neige, mein Herr. Dankeschön. Kennt die Klonkriege? Vergesst ihr, das sind jetzt gerade die Axtkriege. Die Norwegenkriege gerade sind eröffnet. Aber die mütterlicherseits Norwegenkriege, wohlgemerkt. Das muss man noch mit anmerken, bevor Leute das verwechseln. Nein. Kann losgehen. Ihr wollt Axt? Ein paar Luftschläge gemacht mal. Ich lebe um die. Ich spiele die Luftaxt. Ach Gott, verdammt nochmal. Oh ne. Okay, ich glaube, das kann ich fast neu starten, oder? Beziehungsweise, das schreit nach einem Rematch dann. Aber oh Gott, das dann auf einer offenen. Oder? Ganz ehrlich, wie lange geht die Folge jetzt? Das ist ja eigentlich ein Witz, ne? Nicht überlegen, ob ich das, wenn ich jetzt nochmal neu starten müsste. Mal angenommen. Na wohl, noch bin ich nicht tot. Krieger! Und da oben kann man werfen! Ich müsste eigentlich bloß. Rekruten benötigt, Shire. Meine Zugänge sichern. Rekruten benötigt, Shire. Oh, das ist leichter gesagt als getan, leider. Rekruten benötigt, Shire. Odins Ruhm! Sicher! Jawohl! Jetzt brenne ich eure Scheunen und eure Ställe nieder! Bald komme ich und hole euch! Meine Mutter ist aus Norwegen, wisst ihr? Okay. Los geht's. Rüber. Ich bin halb Norweger. Wisst ihr, ich bin mütterlicherseits Norweger. Ja. Wo ist das Ziel? Oh ja. Okay, die haben mir meinen Steinbruch kaputt gemacht, aber kein Ding. Wahrlich. Eure Beliebtheit steigt. Ich brauche mehr Eisen, damit mehr Geld. Das passt da nicht hin, my lord. Axt bereit! Die treffen ihn nicht! Alter! Ich lebe, um die Axt zu werfen. Da drüben! Gehen wir kämpfen. Es wird Zeit. Nee, nicht noch mehr. Demonstration! Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. In Ordnung. Jawohl. Krieger, wie denn das? Äxte. Kann losgehen. Sicher.
Jawohl. Odins Ruhm. Okay, rüber. Meine Mutter ist aus Norwegen, wisst ihr? Gar nicht mal so leicht, habe ich das schon mal erwähnt. Ich hole mir mal die Länderei hier. Dann kriegen wir ein bisschen Geld und hoffentlich noch Lieferungen. Ich bin halb Norweger. Die Bauern haben gut zu essen, Shire. Das gereicht euch wahrlich an Ehre. Ich versuch's mal wieder. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Wisst ihr, ich bin mütterlicherseits Norweger. Nein, wirklich. Oh Mann, es ist doch immer jemand im Weg. So, ich hoffe, die lassen sich erstmal abwerfen, bevor sie zurückwerfen. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Okay. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Oh ja. Sag mal. Mach dir den bitte mal weg. Wo ist das Ziel? Warum trefft ihr den schon wieder nicht? Axt bereit. Hä? Ach, der eine Ochsenjoch macht hier noch. Könnt ihr mal jetzt bitte aufhören, die ganze Zeit zu kommen? Der Typ lebt, um die Axt zu werfen. Versteht ihr das nicht? Wollt ihr eine Demonstration? Und da oben kann man werfen. So, hier läuft soweit ganz gut. Das ist super. Hier kommen auch... Oh nein! Aha. Wenigstens kommt eine Lieferung Obst an, hoffe ich. Oder wird das... Ich nehme diese Ländereien für die Dänen in Besitz. Nee, natürlich kommt es nicht an bei mir. Es wurde einfach wieder weggemacht. Jetzt ist das Ding einfach zurück. Oh Mann, oh Mann. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Und der eine Typ da macht mich wahnsinnig. Krieg ich den schnell irgendwie in ausgeschalten? Ordnung. Zu den Äxten! Da drüben! Endlich! Gehen wir kämpfen. So. Jetzt brauchen wir dann eine Menge Eisen nach Möglichkeit. Okay. Wir sind wieder im Rennen. Dann müsste ich noch den Norden sichern und dann wird das vielleicht alles besser. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Äxte! Ja, versucht's doch. Zack, 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 zack. Die Axtkämpfer sind echt ein bisschen broken. Die bräuchten einfach eine kürzere Feuerrate. Von mir aus haben die so viel Schaden, aber die Feuerrate ist einfach zu... Das ist kürzere, eine schwächere Feuerrate. So, hier auch noch absichern. Meine Mutter ist aus Norwegen, wisst ihr? Oh nein, das darf doch jetzt nicht. Wisst ihr, ich bin mütterlicherseits Norweger. Warum jetzt die Katapulte? Und warum haben die so gut gearbeitet plötzlich? Normalerweise sind die doch nicht so effektiv.
Okay, ich muss auch sagen, die größten Schwierigkeiten gegen Olaf kommen gerade durch meine Selbsteinschränkungen. Aber es ist heftig genug. Oh ja, es wird Zeit. Genau, jetzt bringt mal bitte die Steine ran. Das bringt mir eine Menge Geld. Ich muss jetzt mal ein bisschen snowballen hier. Schneeballen. Ja, doch, doch, doch. Ich krieg wieder ein bisschen was rein. Ja, passt mal kurz nicht auf, ne? Wahnsinn. Stein. Ah, Stein. Sehr gut. Rein damit. Vielleicht neue Axtcamper verkaufen. Brenn ich eure Scheunen und eure Ställe nieder. Bald komme ich und hole euch. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Wahrlich. Axt bereit. Und da oben kann man werfen. Ah, uncool. Ich lebe, um die Axt zu werfen. Okay, das hat schon mal geholfen. Jawohl. Hier muss ich gleich mal ein bisschen aufpassen. Kann losgehen. Wollt ihr eine Demonstration? Was ist los mit euch? Angst vor einem echten Kampf? So ein bisschen. In Ordnung. Ganz leicht, minimal. Sicher. Jawohl. Okay, da haben wir jetzt auch aufgepasst. Die machen wir mal weg. Sehr gut. Ein Bauer hat das Gesetz. Okay, ich hoffe, jetzt kriege ich das halbwegs mal kontrolliert. Eisen könnte auch viel besser laufen. Aber es liegt eher an der Produktion. Oh, hi. Was kommt denn da? Sind das die von hier? Nee. Ah, die meisten fallen gerade. Oh, nice. Das hätte ja richtig nach hinten losgehen können, aber so geht's auch. Ey, der Krieg der Axtwerfer einfach nur. Das passt da nicht hin, my lord. Mach mal mehr Platz, bitte. Meine Mutter ist aus Norwegen, wisst ihr? Ich bin halb Norweger. Wisst ihr, ich bin mütterlich. Aber jetzt, Olaf, jetzt wird's ein bisschen lächerlich. Danke. Ey, der hört auch gerade nicht auf. Hier passt's noch, hier passt's noch. So, okay. Ja. Oh, dann muss ich jetzt mal gucken, dass ich mir die Länderei zurückhole, um mir mal ein paar Lieferungen zu sichern und mehr Gold zu kriegen. Axt bereit. Was hat denn Olaf eigentlich sonst so? Hat er irgendwas, was... Er hat lustigerweise Waffenproduktion. Wahrscheinlich verkauft er die Waffen einfach, um Geld zu machen. Ich lebe, um die Axt zu werfen. Los geht's. Könnte ich jetzt auch tun, aber der Zug ist abgefahren. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Brauche ich jetzt auch nicht mehr anzufangen. Für Odin!
Wollt ihr eine Demonstration? Zu den Äxten! Da drüben! Feuer! Wie denn das? Axtwerfer-Guss. Gehen wir kämpfen. Jetzt brenne ich eure Scheunen und eure Ställe nieder. Bald komme ich und hole euch. Wie die auch mit den, wie die hier mit den Armen wedeln, so. Wie so ein Kind, das kein Fortnite mehr spielen darf, einfach. Unglaublich. Und ja, daran hat Firefly damals schon gedacht. 2005. Exakt, genau, das ist denen durch den Kopf gegangen. In Ordnung. Da oben könnten die Axtwerfer wahrscheinlich bis da runterwerfen. Also ja, den ja. Punkt hätte ich gerne eingenommen. Äxte! Jawohl. Odins Ruhm! Vorwärts! Erhebt euch Reichsritter! Hab ich jetzt Reichsritter jetzt meine Berserker? Nee. Streit des Königs. Deswegen wollte William Streit des Königs werden. Der wollte auch mal Olafs Berserker sehen. Machen. Tun. Ich wurde besiegt. Ernsthaft. Meine Mutter wir ist wurden Norden. Besiegt, ist nur wie. Ich bin von ihren umgeben. Ich bin halb Norweger. Wisst ihr, ich bin mütterlicherseits Norweger. Nicht schon wieder. Kann losgehen. Sicher. Jawohl. Los geht's. Irgendwann trefft ihr. Danke. Ja, wo ist das Ziel? Für Odin! Er ist der Auserwählte. Erstmal mehr Axtwerfer, bitte. Dann können wir uns irgendwann mal über die Details unterhalten. Ein blaues Gesetz gebrochen, mein Herr. Noch mehr Axtwerfer, uncool. Zu den Äxten! Lass sie mal näher kommen. Der eine geht hier in T-Pose durch die Gegend. Axt bereit! Ich lebe, um die Axt zu werfen. Also, dass du lebst, um die Axt zu werfen, das sehe ich. Wollt ihr eine Demonstration? Der hat seit der Geburt nichts anderes gemacht. Habe ich das Gefühl. Dahin gerafft. So, ich hoffe, dass dieser Höhenbonus da richtig viel bringt. Da drüben! Gehen wir kämpfen. Dann können wir von hier mal ein paar schöne... Produktionen starten. Nur eben kein Getreide. Ich meine, eine Getreidefarm ist hier, aber selbst bauen können wir gar keine. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Allgemein passt hier nicht mehr wirklich was hin, kann das sein? Ja, die können tatsächlich darunter werfen, sehr gut. Das ist echt durch. Es wird Zeit. Richtig schöner Axtgeschützturm. Jawohl. Das ist so bescheuert. Okay. Machen wir ein paar Berserker. Bei Olaf kommen wir eigentlich auch so durch. Wir müssen uns nur durchs Holz durchhacken. Nur müssen wir irgendwie was mit den Axtwerfern klarkommen. Wir brauchen einfach nur genug. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. So, da rechts rum ist auch eine Idee. Und dann hier drüben den Turm einnehmen, um da die Brücke zu halten. Dann sind wir da auch gesaved soweit. Hi. Wie wär's mit Nein? Aha, jetzt kommen Ressourcen rein. Sehr schön. Beim Donner! Gehen wir! Odins Ruhm! Meine Mutter ist aus Norwegen, wisst ihr? So, rüber mit euch und dann sichern wir mal noch die rechte Flanke und holen uns da auch noch ein bisschen was an Ressourcen.
bin halb Norweger. Ah, hier könnten wir echt noch mehr Ochsenjoche machen. Ich wollte gerade sagen, lass das bloß in Ruhe, nicht, dass die das immer kaputt machen. Wisst ihr, ich bin mütterlicherseits Norweger. Das ist einfach... Es ist so ikonisch, man findet es immer wieder lustig, ist immer wieder ein Meme, aber wenn du es dann bei so einer stressigen Mission die ganze Zeit ins Ohr reinbekommst, dann denkst du dir irgendwann, ey, halt doch einfach die Fresse. Genau, bringt mir mal schön Stein ran. Und am besten noch mehr. Stein wird jetzt mein Hauptverkaufsgut. Das passt da nicht hin, mein. Könnte auch mal hergehen, ein weiteres Vorratslager bauen, ne? Ich meine, es muss immer nah am anderen Vorratslager sein, aber das ist nah genug, würde ich sagen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Kriegsäxte! Auf den Weg! Zum Sieg! Sie werden bluten! Wir gehen und töten! Okay. Axt bereit! Ich lebe, um die Axt zu werfen. Ich bin bereit zur Schlacht. Wo ist das? Da Ziel? Kommen die nächsten Katapulte. Ich kenne keine Furcht. Ich rieche Blut. Für Odin! Ihr kommt mal hoch und von dort aus habt ihr Spaß. Der Tod, das ist der Plan. Ist immer nah. Oh oh. Komm rasch. Ich werd verfolgt. Wo soll ich kämpfen? Help! Valhalla zum Ruhm! Wir zermalmen den Feind! Einer kam durch. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen. Da drüben nerven sie. Komm, werf da mal ein bisschen rüber. Dankeschön, jetzt werf da runter. Meine Güte, was denn? Der eine Typ! Nicht euer Ernst. Der Typ nimmt mir jetzt nicht meine... Ein guter Tag zum Kämpfen. Ich habe mal ganz kurz resettet, aber nicht mehr als das. Wollt ihr eine Demonstration? Haltet ihn bitte auf! Beim Donner! In Ordnung! Pff, die armen Schweine, die ihr abgeben wollen. Zu den Äxten! So, Ruhe ist. Da drüben! Eieieiei. Was eine Nummer. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Sire, da ihr zum ersten Mal den Führungsposten benutzt, rüber. Lasst mich euch kurz die Bedienung erläutern. Ja, damit. Weitere Fuhrmannsposten bekomme ich auch erst später. Odins Ruhm. Wirklich, erst mit dem nächsten Rang, das ist schon Wahnsinn. Ich rieche Blut. Gehen wir. Wuff, 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 wuff. Alle sagen, haben sie gesagt, ich verlange nie den großen Wurf. Axtwerfe. Olaf. 33 Axtwerfe. Olaf ist auch so ein typischer, stereotypischer Wikinger-Name, ne? Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Gehen wir kämpfen. Es wird Zeit. Jawohl. Okay. Ich sage einen Kombinationsangriff. Ihr geht ran. Die geht vor. Und dann wird geworfen und gehackt. In der Reihenfolge. Krieg! Auf den Weg! Bei Odins Bart!
hätten wir geschafft, aber da kommen jetzt wieder welche durch. Verkaufen. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ein guter Tag. Nein, jetzt haben die sich da wieder durchgehackt. Ich bin halb Norweger. Wisst ihr, ich bin mütterlicherseits Norweger. Das wird mich jetzt im Schlaf verfolgen, wisst ihr das? Ich bin halb Norweger. Ja, sicher. Jawohl. Beim Donner. Oh ja, los geht's. Ich rieche Blut. Kurz zurück, wir halten die Brücke. Wahrlich. Von hier aus geht's wieder vorwärts. Zum Sieg! Wollen wir gar nicht versuchen, den Turm zu halten. Da ist oft viel zu oft ein toter Winkel drin, leider von hier. Ich kenne keine Furcht. Von hier aus schlagen wir uns vorwärts. Sie werden bluten. So. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Jetzt geht's hoffentlich voran. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so gut gegessen. Ihr seid großzügig, Sire. Ja, genießt deine Henkersmahlzeit. Was? Was? Okay. Der Tod ist immer nahe. Krieg! Wir marschieren! Wir marschieren! Okay, Stück für Stück geht's vorwärts. Bei Odins Bart! Ey, der haut aber wirklich raus! Die KI cheatet nicht, oder? Oder cheatet die KI? Ich meine, ich weiß schon mal, dass sie einige Sachen wie jetzt ja auch Ratten und Verbrechen nicht machen muss, aber ich frage mich, ob die wirtschaftlich auch cheaten darf, weil das ist schon Wahnsinn, was der pumpt. Wie viel muss der machen, ein bitte? Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Ein guter Tag zum Kämpfen. Vorwärts. Oh, die Vogel, perfektes Timing. Angriff. Danke, liebe Vogelfreien. Das kam sehr gut vom Timing. Zu den Äxten. Da drüben, beim Donner. Oh ja, der Typ, der pumpt richtig. Olafs Pumpstube. Olafs Pumpstudio. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. So, aber Geld läuft. Automarktwert, echt was Feines für Stronghold 2, muss man wirklich sagen. Das kam mit Legends mit, aber wurde nie für Stronghold 2 gemacht. Obwohl, eigentlich wird es noch nicht so schwer sein, das zu implementieren, oder? Dass bei Stronghold 1 nicht funktioniert, verstehe ich. Aber bei Stronghold 2, das ist die gleiche Engine wie Legends. Gehen wir kämpfen. Hier kommen die gar nicht mehr, ne? Ah, gut, okay, von mir aus. Kriegsäxte. Wir marschieren. Okay. Hier wird jetzt mittlerweile gut abgebaut, das finde ich super. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Erhebt euch, Baron. Endlich Fuhrmannsposten. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Das passt da nicht hin, my Lord. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Bringst mir Brot. Ja, da oben hat eh nicht viel. Ah, der kommt trotzdem noch mit Einheiten hier oben, so ist es nicht.
Was ist denn hier los? Tut, komm rasch. So, dann bringen wir es mal so langsam zu Ende, würde ich sagen. Jetzt haben wir auch wirklich mal eine Zahl, mit der es funktionieren sollte. Wo soll ich kämpfen? Valhalla zum Ruhm! Ich lebe, um die Axt zu werfen. Wollt ihr eine Demonstration? Okay. Läuft, läuft, läuft. Ja, wunderbar. Der Tod ist immer nahe. Krieg! Wir zermalmen den Feind. Gehen wir mal ein bisschen weiter vor. Wir müssen am besten von zwei Richtungen halten. In Ordnung. Tod den Schwachen! Bei Odins Bart. Dieser Axtwurf-Contest hier ist echt unglaublich. Ein guter Tag zum Kämpfen. Beim Donner. Kann losgehen. Ich rieche Blut. Kriegsäxte. Ich bin bereit zur Schlacht. So, ein Trupp geht da oben rechts hin und ein Trupp dahin. Dann können wir die von beiden Seiten abfangen. Und dann müssen wir das zuschnüren quasi. Dann müssen wir das so langsam wie einen Belagerungsring bauen. Ich rieche Blut. Der Tod ist immer nahe! Krieg! Gehen wir auf den Weg zum Sieg! Darf ich nochmal erwähnen, wie heftig ich das finde, dass Olaf da die ganze Zeit gegendrücken kann? Dem macht es überhaupt nichts aus, die Verluste, die ich zufüge hier. Bei Odins Bart! Sie werden bluten! Ein guter Tag zum Kämpfen. Beim Donner. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Vorwärts. Vorwärts. Komm rasch. Ich rieche Blut. Wo soll ich kämpfen? Wenn ich mich hier aufbauen kann, dann kann ich auch seine Eisenversorgung kappen, was ihm wieder Wirtschaft kosten wird, hoffentlich. Und dann hungern wir mal aus. Effektiv. Ich brauch Geld. Rekruten benötigt, Sire. Ich bin bereit zur Schlacht. Auf den Weg! Ich kenne keine Furcht. Ich rieche Blut. Zum Sieg! Sie werden bluten. Besser. Klar habe ich jetzt noch nicht alle Ländereien hier eingenommen, aber ich glaube, das passt soweit. Krieger! Sicher! Jawohl. Da kam auch gerade eine schön große Eisenlieferung. Bitte was? Der Tod ist immer nahe. Wisst ihr gar nicht, ob ich den Spruch kenne? Veraxt und zugenäht. Aber soweit unter Kontrolle jetzt wieder. Jetzt sieht's besser aus. Krieg! Wir gehen und töten. Tod, komm rasch! Vogelfreie greifen aus dem Hinterhalt an! Jetzt kommen wir wieder Vogelfreie. Äxte! Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade nicht so viel rede. Ich bin jetzt tatsächlich ein kleines bisschen im Fliegerbrillen aufgesetzten Modus. Bei Odins Bart! Weil das gegen Olaf schon eine harte Nummer ist. Ich habe zwischenzeitlich schon wirklich kurz gedacht, dass es das war.
Dass wir es nochmal gedreht haben, ist natürlich auf jeden Fall eine nice Sache. Ja, da kam eine große Eislieferung rein. Sehr geil. Odins Ruhm! Meine Mutter ist aus Norwegen, wisst ihr? Ach, die Vogel. Das sind diese Vogelfreien wieder. Diese Vogelfreien, von denen alle mal reden, ne? Kein Problem. Diese Freivögler immer. Wisst ihr was? Das machen wir mit Katapulten. Olaf, das hast du ja auch gemacht bei mir. Sind wir mal fair. Boah, hier war eine Baumeistergilde. Das Gesetz gebrochen, mein Herr. Unsere Truppen werden angegriffen. Wie können wir dienen? Ah, Steinlieferung. Wie viele halten die denn aus? Ich bin halb Norweger. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Ich bin mütterlicherseits Norweger. Das auch nicht. Rücken vor. Ort bekannt. Mach mal die Schatzkammer kaputt, das könnte wehtun. Beim Donner. Ziehen jetzt los. Ziehen los. Ja, so können wir schießen. Nice. Braucht bloß ein bisschen, bis es kaputt ist. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. So. Oh ja! Für Odin! Bewegen uns! Baumeister zu Diensten! Machen wir mal weiter Kaputski. Olaf ist einer der wenigen, den man mit Katapulten outrangen kann. Unsere Werkzeuge sind bereit. Schon Wahnsinn, wie viel aber auch wirklich Mauern aushalten hier. Wahrlich. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Auch halbwegs realistisch, wenn man so will. Unsere Truppen werden angegriffen. Mit den Mauern bei jedem Scheiß einfach so schnell zusammenbrechen, hätte man keine Bogen gebaut. Oder Stadtmauern oder sonst irgendwas. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Stehen zur Verfügung. Thank you very much. Auf! Baumeisterabteilung zieht los! Ja, Sire! So, da hinten den Turm noch. Das kann alles ein bisschen schneller gehen. Was zu tun. Axt bereit. Wenn ich das Vorratslager kampiere, kann er im Grunde wirklich auch nicht mehr wirklich Wirtschaft reinbekommen. Dann müsste es das wirklich gewesen sein. Genau nach Plan. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Kein Eisen für Olaf, tut mir leid. Kriegsäxte. Gehen wir kämpfen. Euer Gnaden, gehen los. Ah, fallen. Ich glaube, jetzt kann ich das Ding einfach stürmen mit den Berserkern, die ich habe, oder? Ich bin bereit zur Schlacht. Selbst wenn es nicht klappt, habe ich meine ganzen Axtwerfer noch da. Das sollte eigentlich funktionieren. Ich kenne keine Furcht. Gut, dann probieren wir es mal. Ich rieche Blut. Alle Berserker. Valhalla zum Ruhm. Auf zu Valhalla. Ja, die ganzen Fallen. Alter. Unsere Truppen werden angegriffen. Der Tod ist immer nah. Tod den Schwachen. Krieg. Nein, das sind meine eigenen Katapultsteine gerade. Wir sind einsatzbereit. Ja, das läuft gut.
Ja, wunderbar. Alter Falter, das war echt eine harte Nummer. Nice, aber wir haben es geschafft. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Königsmacher-Match. Gegen den Hammer. Gegen Hammer und Königin hauen wir, glaube ich, wirklich volle Kanne alles raus, was das Spiel zu bieten hat. Beim Bischof versuche ich mal ein bisschen mit Männchen zu arbeiten. Das könnte lustig werden. Und dann haben wir noch die Rematches vor uns. Also, ja, die Serie geht noch ein bisschen. Also mindestens 3 Rematches dann noch. Also mindestens 6 Videos haben wir noch vor uns. Mindestens deshalb, weil es könnte vielleicht noch ein Rematch geben. Vielleicht bei der Königin, könnte ich mir vorstellen. Weil die könnten mir aufs Maul geben unter Umständen. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye-bye.